Hey ho Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Guide-Video. Heute möchte ich euch ein ganz besonderes Deck vorstellen und zwar ist es mein Zoo-Assassins Deck. Wieso ist es denn so besonders? Es kann einstecken, es kann austeilen und es ist einfach nicht aufzuhalten. Es macht so unglaublich Spaß und ich habe mal wieder ein Deck entdeckt, mit dem ich gerne Ranked spiele. Okay, dann stelle ich euch das einfach mal vor, Step by Step. Wir haben zum einen den Ungolem-Lauscher drin, das ist eine sehr, sehr mächtige Legendary und zwar mischt er drei Bruderschaftsassassinen in ein Deck, die einzeln sehr, sehr mächtig sind. Ich möchte auf die einzelnen Effekte noch nicht ganz eingehen. So, der Dünenpirscher ist eine ganz, ganz wichtige Karte, den Effekt haben wir sogar relativ oft hier im Deck drin, denn Seitenwechsel, Seitensprünge, sind in diesem Deck schon sehr wichtig, ja. Und zwar bewegt es einfach eine Kreatur zur anderen Seite. Hier habe ich jetzt die Situation, dass ich den Schlachterfischschwarm aufs Feld bringen kann, auf einer Seite aber Kreaturen sind. Jetzt will ich sicher gehen, dass beide Fische überleben, dementsprechend hole ich ihn auf die andere Seite und er kann gedeihen. Gramfester Verräter, letzter Atemzug, dein Gegner beschwört eine 2-1er Gramfester Wache mit Wächter. Ist uns piep egal, ab und zu ist das schon ein bisschen ganz nervig, ja, aber eine 4-4er Kreatur in der zweiten Magikerrunde ist schon extrem fett und damit können wir schon ziemlich Druck auf den Gegner aufbauen. Hier habe ich jetzt die Situation, dass ich zwei Dudes auf der Hand habe. Den einen können wir auch direkt ausspielen und der zweite folgt im nächsten Zug. Jetzt kann er dem einen ein bisschen Schaden zufügen und auch dementsprechend töten. Das ist aber nicht schlimm, wir haben hier genug Switch-Kreaturen. Das heißt, wir haben schon ein bisschen Schaden zufügen können. Jetzt können wir auf die andere Seite wechseln und nehmen den Typen doch einfach mal mit. Der bekommt noch 1-1 dazu und wir können Schaden machen. Die kreischende Harpie, wenn es mal eng wird und wir einige Kreaturen von uns beschützen wollen, dann können wir die kreischende Harpie einsetzen, um einfach mal den Gegner etwas zu stoppen, um dann wiederum Angriff schüren zu können. Hier habe ich jetzt die heikle Situation, dass ich nur noch einen Schaden machen muss und das in der nächsten Runde. Der Gegner jetzt schon auf dem Feld 21 Schaden hat und in der nächsten Runde auch noch erhöhen kann. Das heißt, in der nächsten Runde sind wir bereits tot. Und das ist mir durchaus bewusst, da der Gegner ein Deck spielt, was darauf eben aufgebaut ist. Jetzt haben wir hier unseren Hero, die kreischende Harpie. Damit fessel ich eine seiner starken Kreaturen und beende den Zug. Jetzt spielt er eine Verstärkungskarte für Orks und es sind hauptsächlich Orks aus dem Feld und eigentlich nur Orks. Das hätte jetzt noch nicht gereicht, aber damit macht er dann den Sack zu. Hätten wir die kreischende Harpie nicht gehabt. Ja, krepieren tut er trotzdem immer noch anders. Nämlich durch den Feuerblitz. Haha. Heute ist ein guter Tag zum Sterben. Kriegergildenrekrut. Einfach um uns selber zu verteidigen, uns selber okay, eher weniger, aber um unsere Kreaturen zu beschützen, damit wir wieder reinbrechen können in die ganze Geschichte. Der tapfere Beutelschneider. Er ist auch eine prima Kombination mit dem Dünenpirscher, da wir ihn natürlich beschützen wollen und wir ständig 1-1 bekommen wollen, wenn wir das Gesicht treffen, denn Face is the place, meine Freunde. So, Dolchsturz-Magierin. Leider habe ich sie nur einmal drin. Ich bin gerade am Sammeln, damit ich sie auch öfter drin haben kann. Leider besitze ich sie nur einmal. Für die Leute empfehle ich sie schon dreimal drin zu haben, denn die ist es wert. Sie hat einen Schutzzauber und wenn der Schutzzauber bricht, bekommen wir einen Verlernten der Veränderung, der so ein lustiges Buch, ja, stehen Zaubersprüche drin und damit kannst du dann eine Kreatur ausrüsten, die bekommt dann 2-2 und du ziehst zusätzlich noch eine Karte nach und das ist cool. Na, also von daher lohnt er sich. Dünenschmuggler ist ähnlich wie, ja, ist genauso, nur dass er 1-1 gibt, genauso wie der Dünenpirscher. Die Kombinationen, die sind unheimlich wichtig im Spiel. So, der flinke Schlag hat mir schon ziemlich auf den Arsch gerettet. Damit kannst du eine Kreatur einfach mal zweimal angreifen lassen oder eben zusätzlich angreifen lassen. Und wenn die Kreatur demnach stark ist, macht es demnach BAM. In dieser Situation hat der Gegner auf jeden Fall mehr Leben als wir Angriff auf dem
Bord haben. Glücklicherweise habe ich zwei flinke Schläge auf der Hand. Diese kann ich jetzt optimal benutzen, um die Kreaturen noch einmal angreifen zu lassen. So, die eine Kreatur hat bereits angegriffen. Nach kurzem Überlegen gebe ich ihr noch einmal einen zusätzlichen Angriff. Es ploppt keine Prophezeiung, also gehe ich mit dem Dude hier auch nochmal rein. Und gebe ihm einen weiteren Angriff und beende das Ding. Der Hausgenosse, letzter Atemzug, füge deinem Gegner 3 Schaden zu und erhalte 3 Gesundheit, in jedem Fall unersetzlich für das Deck. Der Schlachterfischschwarm, eine Karte, die ich so oft verflucht habe, wenn sie gegen mich eingesetzt wird. Es erscheinen 2 1-1 auf jeder Seite und die bekommen jedes Mal 2 Angriff in jeder Runde, also wenn du am Zug bist. Und wenn du die nicht schaffst aufzuhalten, dann rasten die aus und brechen dir die Knochen, Runde für Runde. Damit habt ihr nicht gerechnet, was? In dieser Situation bekommen wir relativ früh den Schlachterfischschwarm aufs Board. Der bekommt ja pro Zug immer plus 2 Angriff. Hier können wir ihn glücklicherweise beschützen. Haben aber jetzt auf der Hand noch ganz andere Methoden, ihn zu beschützen. Und zwar, indem wir immer wieder die Seiten wechseln. Geld oder Leben. Dadurch, dass ich mit ihm vorher angegriffen habe und jetzt das Board geswitcht habe, hat er Schatten bekommen. Das ist ganz wichtig, vorher nach so einer Aktion immer anzugreifen. Das tut mir leid. Nach der Situation war ich gerade so ein bisschen verunsichert und hole jetzt doch einen nochmal rüber. Den kann er töten. Ist jetzt aber nicht so schlimm. Immerhin haben wir noch eine Switch-Karte auf der Hand. Das tut er ebenso. Auf der Seite können wir ihn aber töten. Oder switchen, da haben wir die Qual der Wahl. Ich entscheide mich fürs Töten. Und gehe weiter rein. Ganz viel, ganz viel Schaden. Nur mit 2 Kreaturen. Heute wehen üble Wind. Und das Switchen hört gar nicht mehr auf, Leute. Und bam. Und der Blitz, unsere lustige Prophezeiung mit 4 Schaden. Einfach um zusätzlich Schaden im Face zu generieren. Okay, dann haben wir noch die königliche Weise. Wenn du mehr Gesundheit als dein Gegner hast, gibst du jeder verbündeten Kreatur ein zufälliges Schlüsselwort. Das ist schon sehr, sehr wichtig und das kann man in diesem Deck auch sehr oft einsetzen. Und das ist auch oft spielentscheidend, weil die Kreaturen ab und zu mal natürlich Schutzzauber bekommen oder Entzug, um einfach mal uns selber wieder Leben zu geben. Aber vor allem Schutzzauber, da wir sie beschützen wollen. In dieser Situation habe ich jetzt 2 Kreaturen bereits auf dem Feld. Spiel die königliche Weise und es verteilen sich ein paar Schlüsselwörter. Der eine bekommt Schutzzauber und unsere Kreatur, die wir gerade eben ausgespielt haben, bekommt Sturmangriff. Und damit können wir direkt weiter rushen. Damit habt ihr nicht gerechnet, was? Das ist ein richtig, richtig guter Zug und wir können bis zur Hälfte runterballern. Mondschein, Werfledermaus, wir bekommen Entzug, die Karte möchte der Gegner auch meistens immer vom Feld holen, aber ganz im Vorhinein, wir möchten natürlich ein bisschen Leben zurück ab und zu mal haben und dann ist die schon ganz gut. So, der Klippenläufer, wir wollen natürlich aggressiv sein und das sehr aggressiv, demnach können wir in der 5. Magikerrunde einen 4-4er ausspielen und der ist schon sehr, sehr wichtig, vor allem am Ende. Der Schneesäbelzahntiger, wer ihn öfter hat, kann ihn auch ruhig öfter reintun. Ich habe ihn jetzt nur einmal drin, erreicht auch auf jeden Fall einmal. Mit dem kann man super Kombination machen, er hält mit seinem 7 Leben sehr viel aus. Und darf eben 2-mal angreifen, das ist cool. Wenn wir schaffen, den irgendwie mit einem Buch auszurüsten, Tiger mit einem Buch, dann ist das auch cool. Aber ansonsten ist das eine sehr, sehr starke Karte. So, Seelenruhmarschall. Damit können auch richtig coole Kombinationen gestartet werden. Vor allem kann er sich selbst noch einmal aufrufen. Und dann können wir noch eine Karte aufrufen, wie zum Beispiel die Königliche Weise. Und dann können wir alle unsere Kreaturen dementsprechend besser buffen. Aber im Großen und Ganzen, wenn du mehr Gesundheit hast, kostet die nächste Kreatur, die nächste Karte, besser gesagt, 5 weniger. In dieser Situation
Müssen wir erstmal dafür sorgen, mehr Leben als der Gegner zu haben. Das bekommen wir auch erfolgreich hin. Jetzt können wir den guten Dude ausspielen. Die nächste Karte kostet jetzt 5 Magika weniger. Und das ist die königliche Weise. Und jetzt können wir schön großzügig Schlüsselwörter verteilen. Und eines davon war Sturmangriff. Wilder Bestienrufer, ich finde die Karte so unglaublich mächtig. Beschwört ein zufälliges Tier. Es können auch ganz schnell Leviathane beschworen werden oder Kreaturen mit Super-Effekten, die einfach mal episch sind. Unglaublich stark. So, oberste Atromantin, die gute Braut, die sich nicht traut, die haben wir gleich zweimal im Deck. Einfach mal, weil ich es kann. Ich könnte es auch dreimal, aber habe ich nicht. Gut, die reicht auf jeden Fall zweimal und da wir doch ganz gut aushalten können, da wir sehr aggressiv sind und der Gegner die meiste Zeit mit Kreaturen beschäftigt ist. Wenn er sich jedoch bis zum bitteren Ende wehrt, können wir auf jeden Fall bis zur 9. Magiker-Runde kommen. Und dann ist die schon echt nice. Da blende ich auf jeden Fall auch ein paar Videos ein, wo man sie in Action sieht. Okay, und der Tazgat, der Rudelanführer, er hat einfach alles. Der kann einfach alles, der Typ. Der hat Durchbrechen, Sturmangriff und letztem Atemzug. Das ist einer der mächtigsten Legendaries, meiner Meinung nach. Der macht einfach am Ende nochmal den Sack zu. Okay, Leute, ihr habt ja jetzt ein paar kleine Einblicke gesehen. Jedoch machen wir auf jeden Fall noch ein Spielchen live. In voller Länge jedenfalls. Wir sehen uns auf der Schlachtfeld. Bis gleich. So, da sind wir auch schon und kämpfen gegen Gunran, den Siegreichen. Mal gucken, wie siegreich du bist. Oh, Rang 1. Rang 1. Okay, das sind keine guten Starterkarten. Gucken wir mal, ob wir welche bekommen. Das ist jetzt auch keine optimale Starterhand. Vor allem, weil ich Blitz lieber in den Runen sehen möchte, als auf meiner Hand. Das ist, mehr als unoptimal. Leider können wir jetzt nicht groß rushen. Also werde ich wohl ein bisschen auf Kontrolle gehen müssen. Oh, der rusht aber. Der rusht aber. Das trifft sich vielleicht gut. So, da kann ich leider auch wieder nichts machen. Schon ein bisschen nervig. Vor allem, wenn du ein bisschen was vorzeigen möchtest. So, dann kommt er damit um die Ecke. Das gefällt uns natürlich nicht, ne? Nee, ganz und gar nicht. Aber ich spiele trotzdem den Dude. Falls er ihn nicht aufhalten kann, können wir 4 Schaden machen. Das ist dann schon mal richtig geil. Und bekommen 4 Leben. Das ist perfekt, um den Seelenruhmmarschall auszuspielen. So, bam. Zack. Das heißt, wir können den hier ausspielen. Und gleichzeitig kostet eine Kreatur 5 Magika weniger. Und da spielen wir natürlich den Klippenläufer. Und können noch mehr Schaden machen. Haben also für die nächste Runde schon eine Menge Schaden. Jetzt darf er ranglotzen. Natürlich bekommen jetzt alle seine Kreaturen hier vom Mundstein einen zufälliges Schlüsselwort. Das ist sehr bitter für uns. Ah, das ist auch sehr bitter. Okay, tödlich hat's bekommen. Und er möchte nicht mehr, dass wir weiterhin Leben bekommen. Das ist doof. Aber... Vielleicht haben wir Glück. Vielleicht haben wir Glück und es treffen ganz gute Schlüsselwörter. Jawohl. Er hat Schutzzauber bekommen, das ist super. Genau das habe ich gewollt. Die anderen Wächter, das ist eher so semi-optimal. So. Okay. Das war jetzt ein ganz kleiner Spielfehler und zwar kreischende HP wäre natürlich besser gewesen, wenn wir es vorher ausgespielt hätten. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Das sieht trotzdem nach allem ganz gut für uns aus. Und wir können weiter reinpreschen.
So, jetzt hätte die Harpie auch ein Schlüsselwort bekommen. Was vielleicht ganz cool gewesen wäre. So, jetzt versucht er uns aufzuhalten mit allen Mitteln. Kann aber scheinbar nicht arg so viel machen. Wir können jedoch sehr viel machen. Hier gehen wir als erstes mit der Harpie rein. Jetzt möchte ich erstmal mit I hier angreifen. Jetzt mit ihm. Und das reicht genau. Jetzt hätten wir natürlich auch noch zweimal angreifen lassen können oder mit dem Blitz. Also da hätten wir sehr viele Alternativen gehabt. Ich verbeuge mich vor eurem. So schnell geht das, Leute. So schnell geht das. Trotz kleinen Spielfehlers. Aber das verzeiht ihr mir natürlich. Oder auch nicht. Dann schreibt's in die Kommentare und hatet mich. Und Ende. Yay. Okay, Leute, das ging sehr schnell. Das ging sehr schnell. Das reicht uns noch nicht. Das heißt, wir machen noch eins. Bis gleich auf dem Schlachtfeld. So, da sind wir auch schon. Und kämpfen gegen den Dedra-Master. Nicht Dedra. Dedra. Okay, der Blitz, der sollte schön in der Rune verschwinden. Schlachter für Schwarm. Und der tapfere Beutelschneider sind natürlich optimal für den Anfang. Das Schlinker Schlag. Der Tag der Versprecher. Der schlinke Schlag. Okay, der flinker Schlag, der hätte auch ruhig später kommen können. Wir spielen jetzt erstmal den Beutelschneider im Schatten. Und hoffen einfach mal, dass er jetzt nichts machen kann. Natürlich optimal. So, der kann ihn sogar aufhalten. Leider. Okay, dann versuchen wir jetzt einfach mal mit dem Schlachterfischschwamm. Das ist nochmal eine etwas größere Bedrohung. Bauen die Sache auf. In der nächsten Runde können wir dann den Mondschein-Werfliedermaus raushauen. Was haben wir denn hier? Schade! Das ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Also erstmal angreifen. Das ist ganz wichtig. Jetzt können wir auch mit dem noch ruhig mal angreifen. Keine Prophezeiung. Okay, top. Jetzt holen wir den in Sicherheit und er bekommt Schatten. Okay, perfekt. Also, jetzt kann er da machen, was er will. So, wir machen unsere Sachen hier. Und wenn er die jetzt nicht aufhalten kann, sind die in der nächsten Runde 5-1 schwer. Schwerthand juckt. Meine Schuppen sind wie der Schatten. Okay, da kommen wir trotzdem ganz gut dran vorbei. Das ist jetzt natürlich perfekt. Gucken wir erstmal, was die bekommen. Wie ich sehe, benötigt ihr Komm schon, Papa braucht Schutzzauber. Ein Zug. Sturmangriff. Yay. Yay. So, dann können wir direkt die hier weghauen. Gehen damit rein. Gehen mit dem, der Entzug hat, rein. Und jetzt hat er eine Prophezeiung, das ist doof. Gewalt ist meine Kraft, mein Mut. Shit. Jetzt kann er ihn halt leider aufhalten. Leider. Schade. Aber so ist das nun mal. So sind die Prophezeiungen. Undankbar! Okay. Aber wir haben ein paar richtig gute Züge hingekriegt. Holt mich der Hest zu sich. Jetzt liegt er los. Jetzt liegt er los. Okay. Wir wollen das hier erstmal wegräumen. Dann greifen wir an. Natürlich eine Prophezeiung. Was denn sonst? Natürlich! Ach, leck mich. Okay. Wir spielen den wilden Bestienrufer. Und bekommen sogar einen mit. What? Ja, kannst dabei bleiben hier. Zack. So, jetzt switchen wir den Aggro mal nach links, weil die überlebt hier sowieso nicht. Das Chaos wird euch holen. Der Hest klappt für uns. Und hier kommen wir auch wieder schwer vorbei. Hier kommen wir leider sehr schwer vorbei. Wir könnten jetzt einmal den wilden Bestienrufer rechts spielen.
Müssten dann mit beiden hier reingehen, um die hier zu töten. Wir könnten aber auch mit dem Klippenläufer reingehen. Zack, zack, die würden eigentlich alle überleben. Das wäre auch nicht schlecht. Also zu einem größeren Teil. Das wäre wahrscheinlich cleverer, als die jetzt alle einfach zu opfern. Ja, machen wir so. Machen wir so. Machen wir so. Und dann machen drei Schaden rein. Okay. Damit haben alle drei überlebt und wir können in der nächsten Runde immer noch den wilden Bestienrufer spielen. Da rennt uns nicht davon. Das ist halt jetzt sehr, sehr schlecht. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Den habe ich so lange nicht mehr gesehen, diesen Kaurus-Schnitter. Und machen aber natürlich trotzdem Damage. Wir können den hier fesseln. Wir könnten die beiden hier ausspielen und den hier fesseln. Was auch gar nicht so dämlich wäre. Wieso auch nicht? Machen wir so. Und fesseln diesen Hiesen. Da kommt der hier zum Beispiel nicht mehr so leicht vorbei. Und könnte eventuell für die nächste Runde überleben. Und dann können wir nochmal Damage machen. Ich werde den Hies beschützen. Jetzt kommen wir hier nicht vorbei. Ich werde den Hies beschützen. Und hier auch nicht. Okay, dann werden wir den hier töten. Das ist die bessere Wahl. Jetzt haben wir hier aber nicht genug, um zu switchen. Mit zwei Angriff könnte ich durchbringen. Jetzt wäre mir aber der wilde Bestienrufer lieber. Machen wir lieber so. Jawohl, das bringt uns nix. Nix, nix, nix. Gehen wir hier rein und hoffen einfach mal, dass er jetzt eine von denen nicht aufhalten kann. Wir können nur gewinnen, wenn wir jetzt, wenn beide überleben. Wenn beide überleben, dann können wir gewinnen. Wird dann wahrscheinlich cleverer gewesen, den hier rüber zu ziehen. Aber ich hatte gehofft, dass ich irgendwas mit Ansturm eventuell bekomme. Das ist gerade ganz okay. Eibarke und Wurzel. Jetzt seht ihr wahre Macht. Das ist gar nicht gut. Jetzt beginnt nämlich seine Zeit. Das ist top. Sogar sehr, sehr, sehr gut. Damit haben wir nämlich gewonnen. Heute wäre ein übler Wind. Rufen die gute Dame hier rüber. Natürlich Voraussetzung, dass jetzt keine Rune bricht. Jawohl. Und somit geht er down, Leute. Down, Motherfucker. Okay, das ist das Deck gewesen, Leute. Zieht's euch rein, baut es nach, macht es nach. Wir sehen uns im nächsten Guide. Auf Wiedersehen.